Ich will die nicht umfüllen. Ich will die nicht mitnehmen. Ich will mich krank. Aha. Sie scheinen keinen Hunger zu haben. Das können wir machen. Sie scheinen keinen Hunger zu haben. Das erledigen die Forensiker. So, ich habe sie nummeriert. Das war überfällig. Ja, einen davon habe ich damals auf eine ähnliche Weise rausbekommen. Oh, weia. Um es genau zu nehmen, es waren zwei. Aber der zweite war nicht geplant. Ich hatte einen Monat Hausarrest. Der Arme. Was hältst du davon, Harvey? Es ist unhygienisch, es ist eklig. Und es gefällt mir trotzdem nicht. Bin ich etwa krank? Das kann sein. Wo sind die Medizin in dem Licht hier oder Porträt mit dem Drachen im Fahrrad? Weckt dieser Drache nicht Erinnerungen, Harvey? Nichts Konkretes. Lass uns weitersuchen. Der Wind ist ungünstig. Der sagt mir nicht viel. Alfred war sehr ungeschickt mit diesem Drachen. Die Briefkastenfresse war insgesamt sehr ungeschickt. Briefkastenfresse? Nein, niemand hat das Recht, Erinnerungen zu zerstören. Und was ist mit das Erinnerung die eine kleine Delle verpassen? Nein. Nein, niemand hat... Und was ist... Nein. Es sollte ein Gesetz gegen vorsätzliche Gedächtnislöschung geben. Gibt es denn keines? Weiß nicht. Wenn, dann kann ich mich nicht dran erinnern. Aha. Nein. Und was klingt... Nein. Oh, nein. Nein, niemand hat das Recht, Erinnerungen zu... Und was ist mit Erinnerung auf mit... Das schon... Nein. Und nein. Nein. Und nein. Nein. Meine Erinnerung... Ich brauche keine Topf... Ein was? Meine Erinnerung ist stumpf und temperaturlos. Alles klar. So kann ich meine Erinnerung nicht zurückrufen. Ich habe vergessen, mir die Nummer zu notieren. Tja. Nein. Und was? Nein. Einmal totale Erinnerung, bitte. Die ist leider aus. Aber wenn Sie warten wollen, vielleicht kriegen wir später noch frische Flashbacks rein. Ja. Nein. Und nein. Alkohol hilft beim Vergessen, nicht beim Erinnern. Ja. Nein, ich möchte nicht noch... Was? Nein, ich möchte nicht noch eine Erinnerung in den muffigen Kleiderschrank des Vergessens hängen. Sich mit Erinnerungen zu beschäftigen, ist auch eine Therapieform. Meine Erinnerung ist wie dieser Wasserbecher. Sie zerfällt wie nasses Papier. Und riecht nach Essensresten. Der gehört zur Tür, mehr nicht. Na ja. So. Ein Fahrrad. Alfred hatte dieses tolle Fahrrad von seinem Vater bekommen. Ich hatte nur eins vom Sperrmüll. Oh je. Nein, niemand... Und was? Nein. Nein. Und was? Nein. Ja, es läuft jetzt genauso, also können wir das auch skippen. Es sollte ein Gesetz gegen... Gibt es... Ja, das haben wir. Ein Kissen. Und das können wir bestimmt. Yep. Sobald ich hier raus bin, rede ich erstmal eine Woche mit den Kissen. Das. Wenn ich einen vorstellen. Abdruck von Dr. Marcells Kniescheibe bräuchte. Nice. Kritzeln müssen wir noch drauf. Schön Beweise hinterlassen. So. Hausaufgabenbuch, Putzi, Murmelgas, Jojo, Auto. Das Hausaufgabenbuch machen wir, glaube ich, als nächstes. Ich habe da so ein Gefühl, dass das uns weiterbringt. Alfred hat einen Schneemann gebaut. Hat der Schneemann etwa eine Krawatte?
Oh Mann, Alfred, du bist so ein Vollhonko. Nein. Und was? Nein. Hey, Baby Alfred. Baby Alfred will Brei, 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 will Brei. Baby Alfred ist genauso nervig wie größere Alfred. Na, Breitmaul-Dämlack, bist du stolz auf deinen Schneebeamten? Let's build a snowman. Snowman building is fun. We can name him Bob. Or we can name him Sean. We can build him tall. We can build him not so tall. Snowman. Ja. Alfred hat einen Schneemann gebaut. Das nervt mich hat jetzt der schon. Schneemann etwa eine Krawatte? Oh, du bist so... Alfred war schon als Baby hässlich. Nein, ich... Hey, Baby! Baby. Alfred war... Das schon. Dein Ballettkostüm ist peinlich, Alfred. Sieh nur, Edna, ich tanze, ich tanze! Das ist Alfred bei seinem Ballettunterricht. Er sah in dem Kostüm nicht nur bescheuert aus, er bewegte sich auch noch so grazil wie ein Klumpen Kartoffelbrei. Er war schon ein selten dämlicher Idiot. Ja. Ein Juju. Geht nicht. Es ist hinter Sicherheitsglas. Gib's auf, Alf. Du bist und bleibst ein Grobmotoriker. Sieh nur, Edna! Edna! Juju! 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 Alter Schwede. Der nervt. Alfreds Jojo. Alfred war ziemlich ungeschickt damit. Konnte nicht einen einzigen Trick. Autofriedhof! Alfred hatte immer das coolere Spielzeug. Und er hat mich nie damit spielen lassen. Vielleicht lag's daran, dass du immer Autofriedhof spielen wolltest. Meinst du? Hey, die Hälfte davon gehört mir. Wenn ich endlich draußen bin, hole ich Hilfe und befreie euch. Nein. Und was ist... Nein. So. Das ist ja Putzi. Harvey konnte Putzi nie leiden. Putzi muss Harvey töten. Was? Putzi muss Harvey vernichten. Ach ja, immer noch der alte Putzi. Was für ein süßer der Putzi. Hallo Putzi. Putzi muss Harvey töten. Putzi muss Harvey vernichten. Ach ja, immer noch der alte Putzi. Ja. Aus Putzi nichts. Nichts mit Harvey. Er ist hinter Sicherheitsglas. Hallo Putzi. Putzi muss Harvey töten. Putzi muss Harvey vernichten. Ach ja, immer noch der alte Putzi. Lass das. Das kann man nicht machen. Sieh doch nur, Harvey, der gute alte Putzi. Wie lieb die beiden spielen. Fast wie früher. Gib Poloschläger an Putzi. Nein, tu es nicht. Lass das. Das klappt so nicht. Lass das. Lass das. Was soll ich machen? Lass das. Soll ich das lassen? Lass das. Wenn du meinst. Gib Messer an Putzi. Auf gar keinen Fall. Nein, tu es nicht! Gib Messer an Putzi. Auf gar keinen Fall. Oh oh. Lass das. Lass das. Lass das. Gib Schere an Putzi. Nein, tu es nicht! Lass das. 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 Zum Schluss nochmal das Beste. Gib
Messer an, Putzi. Nein, tu es nicht! Das ist ja Putzi. Harvey konnte Putzi nie leiden. Putzi muss Harvey töten. Putzi muss Harvey vernichten. Ach ja, immer noch der alte Putzi. Ein Süßer. Nein. Und? Nein. Das ist Alfreds Hausaufgabenbuch. Alfred war ein richtiger Streber. Und er hat mich nie abgucken lassen. Was steht denn da auf den Rand gekritzelt? Mathis Konrad? Das ist doch der Name meines Vaters. Aber es ist nicht die Handschrift meines Vaters. Auch wenn sich da jemand offensichtlich alle Mühe gegeben hat, sie zu kopieren. Moment mal, das ist meine Handschrift. Das kapiere ich nicht. Warum unterschreibe ich im Namen meines Vaters auf Alfreds Hausaufgabenheft? Harvey, weißt du was darüber? Oh ja, ich erinnere mich sehr gut an diesen Tag. An diesem Tag habe ich dir beigebracht, wie man Unterschriften fälscht. Oh ja. Das müssen wir lernen. Du, Alfred, ich habe schon wieder meine Hausaufgaben vergessen. Lässt du mich abschreiben? Herr Hornbusch! Oh nein. Immer willst du wieder abschreiben. Ich erinnere mich. Du verräterischer Stinkstiefel. Das werden wir gleich noch lange genug haben. Das ist Alfreds Hausaufgabenbuch. Am Rand habe ich geübt, die Unterschrift meines Vaters zu irgend... Hör durch. Das werden wir gleich noch lange genug haben. Erinnerst du dich hier ran, Harvey? Ja, daran erinnere ich mich tatsächlich. Alfred und du hattet gemeinsam Privatunterricht bei Herrn Hornbusch. Der Unterricht beim alten Hornbusch war kotzlangweilig. Und während Alfred brav mitgearbeitet hat, habe ich dir beigebracht, wie man Unterschriften fälscht. Meinst du, wir können dahin zurück, damit ich die Fähigkeit wieder erlerne? Auf jeden. Ich denke, das geht klar. Bist du bereit? Bereit geboren. Ja! Tempo morphe mich in die Vergangenheit! Wie du willst. Halte dich fest. Oh je, ich fürchte, ich erinnere mich wieder. Das hier ist der Mathematikunterricht von Herrn Hornbusch. Er war sehr streng und hatte mich auf dem Kieker. Meinst du? Er sieht ein bisschen aus wie ein Alien aus Star Trek. Ich fürchte, wenn ich nicht aufpasse, sperrt er mich wieder in den Schrank. Dieses Rätsel musst du wohl alleine lösen. Viel Glück, Harvey. Dummer Alfred. Alfred ist schon ein selten dummer Schnösel. Edna kennt einige gute Schimpfworte, die auf das Froschgesicht passen. Die Karte. Ich erkenne ein Muster. Vielleicht hat Edna Lust, verborgene Inselreiche zu erkunden. Ach, jetzt müssen wir Sachen sammeln, mit der wir reden können. Hinter dieser Tür beginnt der Spaß. Irgendwie muss ich Edna hier rausbekommen. Vielleicht hat sie ja selbst eine Idee. Das ist Ednas Lehrer, Herr Hornbusch. Ich glaube, Edna hat Angst vor Herrn Hornbusch. Hornbusch. Die Tafel. Ich kann Mathe nicht ausstehen. Edna konnte Mathe noch nie ausstehen. Opa. Ein Schädel. Den Schädel mochte Edna immer besonders gern. Sein oder nicht sein? Kultivierter Harvey. Globus. Die Welt ist viel zu groß, um für längere Zeit irgendwo eingesperrt zu bleiben. Ich sollte mit Edna unsere Welttournee planen. Auf jeden Fall. Okay. Edna, vielleicht noch mit Edna über Edna sprechen. Edna sieht irgendwie unglücklich aus. Warum habe ich Edna bloß in diese triste Erinnerung gebracht? Edna. Die Tasche.
ob sich damit was anfangen lässt? Bestimmt. Eine Notiz von Mattis, Ednas Vater. Ein Schrank. Ein Dochumschrank. Dieses Loch im Schrank könnte sich als nützlich erweisen. Ja. Wie praktisch, dass der Schrank ein Loch in Kuckhöhe hat. Der einzige Mantel im Schrank. Mich würde brennend interessieren, was in diesem Brief steht. Da steckt ein Brief in der Tasche von Herrn Hornbuschs Mantel. Das ist Herr Hornbuschs Mantel. So, jetzt steck ich mal diesen Mantel an diesem Herrn vor. Diesen Mantel. Tja, diesem Typen. Sieht bestimmt lustig aus. Heute ist der wärmste Tag des Jahres. Wer heute nicht rausgeht, hat vielleicht den Sommer verpasst. Edna sollte eigentlich das Wetter auskosten. Es ist nicht fair, dass sie stattdessen hier büffeln muss. Und Srin war lange mit Edna. Die Eisbude war vorher nicht da. Die scheinen ganz neue Sorten zu haben. Oh ja. Ein Eis wäre für Edna jetzt genau das Richtige. Edna muss unbedingt von diesem Karussell erfahren. Ein Karussell! Es gab noch nie ein Karussell im Ort. Das kann nicht wahr sein. Es gibt sogar ein Riesenrad. Das wird mir Edna nie glauben. Ein Riesenrad! Ein riesiges Rad. Ich wusste gar nicht, dass ein Zirkus in der Stadt ist. Wenn Edna von dem Zirkus erfährt, wird sie sich noch mehr ärgern, dass sie nicht raus darf. Pure Folter. Hey, die haben eine neue Rutsche auf dem Spielplatz. Edna ist die Königin auf der Rutsche. Sie kann sogar hochrutschen. Der Teich. Das Wasser sieht herrlich aus. Edna würde sicher viel lieber schwimmen gehen, als den doofen Matheunterricht mitzumachen. Wer nicht? So, Edna, wir müssen reden. Das Ding haben wir schon untersucht, oder? Ob sich damit was anfangen lässt? Bestimmt. Das machen wir zum Schluss. Warum habe ich Edna bloß... Zum Schluss. Die Tür. Wir müssen dich hier rausbekommen. Psst. Später, Harvey. Wir sollten hinaus in die weite Welt. Psst. Später, Harvey. Lass uns auf Schatzsuche gehen. Psst. Später, Harvey. Erinnerst du dich an den Schädel? Psst, später, Harvey. Lieber später. Edna sieht irgendwie. Mathe ist ätzend, lass uns abhauen. Psst, später, Harvey. Herr Hornbusch erinnert mich ein wenig an den Fisch, den Mathe dir zu Ostern geschenkt hat. Psst, später, Harvey. Du hast ihm das Klo hinuntergespielt. Herr Hornbusch, Edna kichert schon wieder. Reiß dich zusammen, Edna! Ja, du Herr Hornbusch. Guck dir nur diesen Schnösel an! Herr Hornbusch! Edna kichert schon wieder! Reiß dich zusammen, Edna! Okay, immerhin haben sie das verändert. Den Sound haben sie verändert. Er sagt nur noch einmal Herr Hornbusch. Das kenne ich aus dem Original Edna anders. Herr Hornbusch. Wie geht's dir, Edna? Bis erst nach dreimal. Nachdem man drei Sachen gemacht hat, hat er dann immer. Was steht auf dem Zettel da? Ach, das ist nur eine Nachricht von meinem Vater. Er hat es wieder mal nicht geschafft, die Marmelade fürs Pausenbrot rauszustellen. Edna! Es hat eine neue Eisbude aufgemacht. Haben die etwa auch Pudding-Eis?
So wie es aussieht, haben die da alles. Ich könnte sterben für ein Eis. Herr Hornbusch! Herr Hornbusch! Genau, da ist es wieder. Er führt schon wieder Selbstgespräche. Ich kann mich gar nicht auf meine Aufgaben konzentrieren. Ich kann mich gar nicht konzentrieren. Na, Konrad, du störst schon wieder den Unterricht. Ich gebe dir hiermit eine Verwarnung. Bei der dritten Verwarnung kommst du in den Schrank. Verstanden? Jonas. Es tut mir leid, Herr Hornbusch. Es soll nie wieder vorkommen. Ja, das Herrn, das Edna redet schon wieder. Ich kann gar nicht konzentrieren. Edna! Sie haben ein Karussell! Ich liebe Karussells. Langsam wird dieser Unterricht zur Folter. Herr Hornbusch! Edna führt schon wieder Selbstgespräche. Ich kann mich gar nicht auf meine Aufgaben konzentrieren. Ich muss doch sehr bitten. Das ist jetzt schon die zweite Verwarnung, Edna. Wenn du noch ein einziges Mal den Unterricht störst, landest du im Schrank. Es tut mir leid, Herr Hornbusch. Es soll nie wieder vorkommen. Ja, aber da ist ein Riesenrad draußen. Edna! Es gibt sogar ein Riesenrad. Nein, das kann unmöglich stimmen. Ich habe es gesehen. Das ist unfair. Unfair. Herr Hornbusch! Edna führt schon wieder Selbstgespräche. Ich kann mich gar nicht auf meine Aufgaben konzentrieren. Edna, das war's. Das Maß ist voll. Du kommst jetzt in den Schrank. Na los, beweg dich. Aber... keine Widerrede. Wobei... wir können mal durchs Loch gucken. Keine Habe. Sie sieht unglücklich aus. Edna! Heute ist der wärmste Tag des Jahres. Ganz toll. Und ich hocke in einem Schrank fest. Edna! Auf dem Spielplatz gibt es eine neue Rutsche. Ganz toll. Und ich hocke in einem Schrank fest. Okay, das müssen wir später machen. Kommst du an den Brief dort ran? Klar. Ich kann gar nichts erkennen. Es ist viel zu dunkel hier drin. Das klappt so nicht. Sie sieht unglücklich aus. Kommst du an den Brief? Klar. Es ist viel zu... Du könntest mit dem Brief ja durchs Loch reichen. Dann lese ich ihn für dich. Gute Idee. Das ist ja unglaublich. Der Brief ist von Dr. Marcel an Herrn Hornbusch. Der Doktor zahlt ihm Geld, damit er dich im Unterricht benachteiligt. Außerdem betont er, dass du unter keinen Umständen früher vom Unterricht weg darfst. Besonders dann nicht, und das ist unterstrichen, wenn gutes Wetter ist. Das kann ich kaum glauben. Dr. Marcel führt offenbar schon lange eine persönliche Vendetta gegen mich. Dafür wird er büßen. Das alles kommt mir ein wenig unlogisch vor. Aber ich habe selbst gelesen, schwarz auf weiß. Wir kommen schon noch dahinter. Jetzt wo wir wissen, was da drin steht. Können wir sie irgendwie zurückbringen? Ich glaube, Edna hat Angst vor Herrn Hornbusch. Edna kennt einige gute Wie bringen wir dich jetzt wieder raus? Vielleicht den Zettel hier? Was ist das für ein Zettel in deiner Schultasche? Der ist nicht weiter wichtig. Mein Vater hat heute Morgen wieder einmal vergessen, mein Frühstück rauszustellen. Kannst du das nicht als Unterschrift üben, Sache benutzen? Wie geht's dir, Edna? Wie soll es mir schon gehen? Ich bin in einem Schrank eingesperrt. Edna! Da ist ein Zirkus in der Stadt. Ganz toll. Und ich hocke in einem Schrank fest. Edna! Die Badesaison hat begonnen. Ganz toll. Edna! Auf dem Spielplatz gibt es eine neue Rutsche. Ganz toll.
Edna, Edna, Edna! Heute ist der wärmste Tag des Jahres! Ganz toll. Und ich hocke... Ja... Haben wir die Karte schon gezeigt? Das klappt so. Lass uns auf Schatzsuche gehen! Dazu müsste ich zuallererst einmal aus diesem Schrank raus, oder? Wir müssen dich hier irgendwie rausbekommen. Ja, das zieht sich irgendwie wie ein roter Faden durch die Geschichte meines Lebens. Lass uns auf... Wir sollten hinaus, in die weite Welt! Ich wäre für den Anfang schon froh, wenn ich aus diesem Schrank hinauskäme. Wir könnten doch wieder den Schädel mit Plackerfarben anmalen. Dazu müsste ich zuallererst... Mathe ist ätzend. Lass uns abhauen. Würde ich ja gern. Leider sitze ich in diesem Schrank fest. Vielleicht kannst du Herrn Hornbusch bitten, wieder am Unterricht teilzunehmen. Und das aus deinem Munde, Harvey? Wieso? Da draußen können wir viel mehr Unheil anrichten. Auch wieder wahr. Herr Hornbusch! Mm-hmm.